Hallo, willkommen bei Planeo. Mein Name ist Eugen. Heute unser Thema Schimmel. Winterzeit ist Schimmelzeit. Es wird kühl. Die Bauteile kühlen aus. Drinnen wird geheizt oder auch weniger geheizt. Und dann haben wir oft an den Außenseiten des Hauses so ein Erscheinungsbild, wie es da jetzt zu sehen ist. Wie entsteht Schimmel? Also ihr könnt euch das praktisch vorstellen, als wenn ihr im Sommer eine kalte Wasserflasche aus dem Kühlschrank holt, ihr stellt die hin und die beschlägt. Das passiert zum Beispiel bei oberflächigen Schimmel, das heißt bei Kondensschimmel. Es ist ein kaltes Bauteil, die relative Raumluftfeuchte ist zu hoch im Raum. Dann kondensiert es gibt einen Druckausgleich. Die warm gesättigte Luft mit Feuchtigkeit schlägt an dem kalten Bauteil sich an der Oberfläche ab. Dadurch entsteht eine Oberflächenfeuchte und das fängt dann an zu schimmeln. Deswegen ist es immer wichtig, darauf zu achten, welche Raumluftfeuchte habe ich, relative Raumluftfeuchte. Die sollte idealerweise um die 50% betragen. Bei 60 ist auch noch okay, ab 70 ist Schimmel im roten Bereich. Zu trocken ist auch schlecht, da kriegt man trockene Nase, Schlammhäute und so weiter. Wenn der Fall eingetreten ist und es ist so, dass ich Schimmel habe, wie kann ich das behandeln? Wie gesagt, im Vorfeld müsst ihr immer darauf achten, dass die Gegebenheiten gut zu lüften, also die Luft immer auszutauschen, dass die Raumluftfeuchte nicht zu hoch ist und auch gut heizen. Natürlich sind wir jetzt in einer Zeit, wo wir auch sparen müssen, mit der Heizung sparsam umgehen, aber auch da immer darauf achten, dass genug gelüftet wird. So, jetzt sehen wir hier, meistens ist es so, dass sich das in den Ecken, die schlechter belüftet sind, oder an Bauteilen unterhalb der Decke absetzt, weil Wärme steigt nach oben. Was machen wir jetzt? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich weiß, manche sind umstritten, ich werde jetzt trotzdem ansprechen. Und zwar haben natürlich alle Behandlungsmethoden Vor- und Nachteile. Also idealerweise wird man Schimmel mit Alkohol, also jetzt nicht aus dem Supermarkt, sondern mit technischem Alkohol behandeln. Desinfektionsmittel gibt es auch dafür, auf Alkoholbasis, mit einer ganz hohen Konzentration. Das hat den Vorteil, man sprüht es drauf, der Schimmel wird desinfiziert, abgetötet und danach nochmal abwischen. Idealerweise, ihr müsst immer bei Schimmel auch ein bisschen sensibel sein, je nachdem wie viel Schimmel ich habe. Wenn es zu viel ist, holt euch einen Fachmann, der euch da zur Seite steht und das macht. Ab einer gewissen Größe von Schimmelbefall dürft ihr das nicht mehr selber machen, sondern das muss ein Fachmann kommen. Dann wird das Ganze mit einem Schimmelsauger abgesaugt, die Sporen, und dann behandelt. Wenn es jetzt nicht viel Schimmel ist, kann man selber beigehen, aber bitte immer Schutzmaßnahmen beachten, Handschuhe, Maske und so weiter. So, zu diesen drei Methoden. Einmal mit Alkohol, habe ich eben schon erklärt. Dann kann man das übliche oder meistverkaufte Schimmelbehandlungsmittel ist so ein Schimmelspray. Das gibt es auch bei uns im Shop. Das ist auf Chlorbasis. Da müsst ihr nur darauf achten, wo benutze ich das. Ich würde es jetzt in einem Wohnraum, wo man sich aufhält, würde ich damit vorsichtig umgehen. Im Badezimmer kann man es machen, danach schön durchlüften. Aber auch in anderen Räumen, wenn die geschlossen sind, ohne Fenster nicht benutzen, nur in gut belüfteten Räumen. Der Vorteil von diesem ist, man sprüht es drauf, es wird sofort abgetötet und das Chlor wird den Schimmel auch wegbleichen. Es muss aber mit Wasser nachgewaschen werden und das ist der Nachteil. Wenn ihr schon eine feuchte Fläche habt und die wird wieder mit Wasser benetzt, dann ist die wieder feucht. Das heißt, wenn ihr das behandelt habt, müsst ihr das auch trocknen. Also gut lüften und danach vielleicht nochmal einen Lüfter an die Wand stellen, dass es wegtrocknen kann. Und das ist der Punkt, warum die meisten sagen, das nicht nehmen, weil es stinkt. Es ist halt für die Atemwege nicht gut und auch wegen der Feuchtigkeit. Aber es funktioniert sehr gut. Man muss nur gucken, wie man damit umgeht. Die dritte Variante ist Perloxid-Wasserstoff. Auch das ist so, dass man das aufbringt. Das ist mehr oder weniger geruchsneutral. Aber es muss auch mit Wasser nachbehandelt werden. So, die drei Möglichkeiten gibt es. Wie gesagt, das gibt es bei uns im Shop. Okay, wie gesagt, hier, schöne Maske, ne? Haben wir uns doch schon daran gewöhnt. So, jetzt das Spray aufbringen, den Strahl so einstellen, dass er streut.
So. Jetzt lassen wir das Ganze ca. 30 Minuten einwirken und anschließend waschen wir es mit Wasser nach. So, die Präventivmaßnahmen habe ich euch ja schon ein bisschen erklärt. Also dafür sorgen, dass die Raumluftfeuchte nicht zu hoch ist, dass genügend geheizt wird. Was kann man machen, um noch vorzubeugen oder auch nachhaltig nach dem Behandeln ja, den Schimmel so weit wie möglich die Gefahr zu reduzieren? Man kann die Oberfläche natürlich spielt eine Rolle. Wenn wir einen Belag haben, also einen Wandbelag, der Zellulose hat, also zum Beispiel eine Raufasertapete oder eine andere Tapete, die speichert natürlich Feuchtigkeit. Die muss runter und dann am besten mit einem mineralischen Belag belegen. Also mit einer Silikat-Spachtelmasse idealerweise oder bei uns im Shop auch Silikatfarbe. Die hat nämlich den Vorteil, eine Silikatfarbe oder silikatische Produkte, die haben einen hohen pH-Wert, so dass die Schimmelbildung erst gar nicht so schnell entsteht. Der Schimmel kann sich auf einem hohen pH-Wert nicht bilden. Ja. Ein hoher pH-Wert, der raubt dem Schimmel den Nährboden. Alles, was organisch ist, also Dispersionsfarben und so weiter, die bilden Kunststoffe, die bilden einen guten Nährboden und alles, was einen hohen pH-Wert ist, ist eigentlich für den Schimmel schädlicher, deswegen bildet er sich dann nicht so schnell drauf. Also guckt bei uns im Shop, was wir also alles haben. Wir haben verschiedene Farben, wir haben auch Bodenbelege und viele, viele andere interessante Sachen. Hey, da seid ihr ja. Wir haben jetzt in unseren Videos so viel von unserer Musterabteilung immer erzählt. Wollten wir euch doch mal gerade zeigen, kommt mal mit. Zack, die Mädels sind fleißig, nur für euch. Innerhalb von 48 Stunden, kostenlos, bekommt ihr Muster von uns. Es ist immer schöner, wenn man so ein Musterstück mal in der Hand hält, sieht die Qualität, fühlt die Oberfläche und weiß, was man hat. Also denkt an unser Musterservice, wie gesagt, das hat kaum einer, kostenlos, nur für euch. Jetzt geht das Video weiter. So, 30 Minuten sind vorbei, jetzt gehen wir es abwaschen. Idealerweise nimmt man sich so einen Eimer, womit man auch Fliesenfugen auswäscht. Es geht auch ein ganz normaler Schwamm, aber zieht euch Handschuhe an. Also mit dem hat man am wenigsten Kontakt mit dem Wasser, halt, wenn er verschmutzt ist, wenn man es jetzt abwaschen. Ne? Dann nicht unbedingt zu viel Wasser auf die Wand bringen. Aber schon großflächig. Auch ein bisschen weiter wie eingesprüht abwaschen. Also wenn der Schimmel bis hier so war, haben wir auch noch viel weiter eingesprüht, weil die Sporen verteilen sich auch noch ein bisschen weiter. Und jetzt waschen wir auch noch mehr ab. So, wir haben den Schimmel jetzt behandelt. Wie gesagt, die Fläche muss jetzt sehr gut abtrocknen, deswegen haben wir die Fenster alle auf. Man kann auch noch danach nochmal einen Lüfter hinstellen, dass die ganzen Flächen nochmal trocknen. Wie gesagt, nachher am besten mit unserer Silikatfarbe streichen. Und man kann auch nochmal zusätzlich Fungizide, Algizide Mittel in die Farbe mit reintun, wenn es Stellen sind, die für Schimmel anfällig sind. Die schützen auch nochmal ein bisschen mehr. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an, schreibt uns, wir helfen euch da gerne, wir beraten euch. Geht auf unseren Kanal, auf unsere Internetseite, bestellt euch Muster von unseren Produkten, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.